warum haben Sie sich für Siemens SolidEdge entschieden und wie kamen Sie auf diese Software? Ja, ist tatsächlich eine längere Geschichte. Ich habe schon als Kind schon für die Raumfahrt gebrannt und mein erster richtiger Kontakt mit der Raumfahrt war im Alter von 17 Jahren. Ich habe damals einen Schülerjob gehabt bei einer Firma, die hieß Hegemann Aerospace, und die haben ein Fahrwerk entwickelt für den europäischen Raumgleiter Hopper. Das war also ein Konzept für ein wiederverwendbares Raketensystem, was dann wieder landen sollte auf der Erde, und diese Firma war zufällig bei mir um die Erde, um die Ecke. Das heißt, ich bin also nach der Schule quasi mit dem Fahrrad zu dieser Firma hingefahren und habe dann in der Konstruktion bei denen ausgeholfen, und die haben tatsächlich SolidEdge genutzt. Ah, okay. Also das war mein erster Kontakt mit SolidEdge. Ja, und dann habe ich gelernt, das Programm zu benutzen und es auch schätzen gelernt, und ja, dann habe ich es immer wieder benutzt. Okay, ja, schön. Ja, ist interessant. Also es ist von Vorteil, dass man so eine Software dann kennt und wenn man dann hinterher damit weiterarbeiten kann, ja? Ja, absolut. Sehe ich auch so, ja. Es gab genug Gelegenheiten dann auch. Ich habe dann Luft- und Raumfahrttechnik studiert und im Studium das Programm weiter genutzt, immer wieder auf so, ich sag mal, auf Monatsbasis. Da gibt es ja ein flexibles Lizenzprogramm. Richtig. Und deswegen war das für mich dann der logische Schritt, dann zu sagen, wenn ich dann mein eigenes Unternehmen gründe, dann werde ich die Software auch weiter nutzen. Für mich stellt sich dann die Frage, wie sind Sie auf PBU gekommen, also PBU-CAD-Systeme? Man kann googeln, klar, aber Sie müssen sich ja für irgendeinen Mitbewerber dann auch entscheiden. Ja, absolut. Also was halt hervorgestochen hat, war tatsächlich dieses Startup-Programm, das durch PBU-CAD-Systeme durchgeführt wird. Und wir haben da ja eben dann die Möglichkeit, drei Lizenzen im Rahmen dieses Startup-Programms für ein Jahr kostenlos zu nutzen. Und das ist mir sofort ins Auge gefallen. Dann haben wir uns darauf beworben und sind zum Glück auch akzeptiert worden. Sie arbeiten ja jetzt damit und Sie haben gesagt, Sie haben bis zu drei Lizenzen, die Sie auch da nutzen. Welche Funktion von SolidEdge nutzen Sie da zurzeit? Also, oder primär eigentlich, kann ich mal so sagen. Ja, also wie gesagt, drei Lizenzen. Eine nutze ich persönlich. Zwei werden durch meine Mitarbeiter genutzt fürs Prototyping. Und was wir damit machen im Endeffekt, ist, wir konstruieren IAD-Hüllen. Also was wir herstellen, sind ja Inflatable Atmospheric Decelerators. Das sind so eine Art Hochgeschwindigkeitsfallschirme. Und wir können eben mit SolidEdge diese Form der IADs zunächst mal, sage ich mal, als 3D-Modell generieren und dann mit der Blechabwicklungsfunktion beispielsweise einzelne Stoffbahnen dieses IADs dann eben abwickeln, zur Zeichnung bringen. Ich sag mal, die Standardfunktionen, Extrusion, Rotation nutzen wir natürlich auch, aber gerade dieses Tool Blechabwicklung ist für uns sehr, sehr hilfreich.